Land, auch hier am Kronenfortsatz, und diese gehen zurück auf eine Arthrose, eine Gelenkverschleißerkrankung, die durch die Fehlstellung nach Ausheilung zu erklären ist. Wenn wir uns nun einmal der Kalotte, dem Schädeldach des Neandertalers, hier zuwenden, können wir erkennen, dass am rechten Überaugen Bogen hier an diesem gewulsteten Knochenteil eine Narbe, eine kleine Vertiefung zu erkennen ist, deren Ränder auch hervorragend verheilt sind. Das ist wahrscheinlich zurückzuführen auch auf ein Trauma, also eine Verletzung, und da muss in dieser Richtung ein Schlag, sehr wahrscheinlich mit einer scharfen Steinkante gewesen sein. Ein geschnitten, der obere Teil ist wahrscheinlich abgeplatzt. Das Ganze ist ebenso gut verheilt, wie wir das eben an der Elle gesehen haben. Eine gemeinsame Ursache für beide Verletzungen ist also anzunehmen. Superman! The wounds of the Neanderthal man were certainly life-threatening. He must have received some kind of medical treatment. The head injury alone could have been fatal. Mansuk. Aka e okpok. The injured arm would have affected him for his whole life. Wir erkennen allerdings, was man hier vorne auch sieht, die Spuren der Arthrose, wo es zu Knochenneubildung gekommen ist, weil durch den Bruch eben die beiden Teile des Knochens auseinanderklafften. In welchem Alter hat er eigentlich diesen Bruch erlitten? Ja, das ist schwer zu sagen. Wir können sicher doch aussagen, dass das Bruchgeschehen wenigstens 7 bis 10 Jahre vor dem Tode dieses Mannes austrat. Wahrscheinlich eher, kann man nicht ausschließen, auch 20 Jahre, ist durchaus denkbar. Dann muss seine Gruppe ihn fast 2 Jahrzehnte lang mitversorgt haben. Natürlich, sonst hätte er das Alter nicht erreicht und... The Neanderthal man couldn't have survived without the protection of his group. He would have compensated with his other arm, but he would have been handicapped for life. But there are more surprises about his health. Large, smooth holes were found in a microscopic examination of the bones of the forearm, signs of degeneration. That might have been expected following his injury. But smaller, jagged holes were also found in other bones. Professor Schultz believes that these are signs of a degenerative bone disease. This could be the earliest evidence of a human cancer ever discovered. There's no definitive evidence that Neanderthal clans had advanced medical knowledge. Tule pictor. Egot. Old. But in a number of Neanderthal caves, scientists have found large quantities of pollen from plants known for their healing and antiseptic qualities. One group of scientists is opening up a whole new area of research into the world of the Neanderthals. These are paleogeneticists. They will boldly go where no scientist has been before. But genetic analysis is extremely sensitive work. First, you have to make sure you don't bring any of your own DNA into the experiment. So the team's clothes have been radiated for hours
to kill any bacteria. It's a long process. And team leader Svante Paabo at the Max Planck Institute in Leipzig simply has to wait outside. Back in the clean room, his colleague Johannes Krauser will take a bone sample from Neanderthal man's humerus. Just 1 gram of the priceless dust is needed to test whether the Neanderthal man's DNA is in good enough condition to be used as the basis of a major investigation. Very likely it will be, as it was successfully used once before for genetic analysis in 1996. So wenn wir jetzt das beste Knochen finden und wir hoffen sehr, dass das das namensgebende Fossil von Feldhofer ist, würden wir ein genetisches Bibliothek anlegen, zusammen mit unseren Partners in Amerika. Und dann würden wir viele, viele Stücke des Genoms sequenzieren, um letztendlich einen Überblick über fast das ganze Genom vom Neandertaler zu bekommen. Da haben wir natürlich gewisse Probleme. Zum Beispiel könnte Verunreinigung sich eingeschlichen haben vom menschlichen DNA. Wir wissen, dass das passieren wird. Es könnte Fehler entstehen in diese alte DNA, wenn es vervielfältigt wird in den Bakterien, sodass da unkorrekte Positionen gibt. Aber wenn wir uns beschränken auf die Positionen, wo der Neandertaler aussieht wie der Schimpanse und wir anders sind, das ist sehr unwahrscheinlich auf Fehler zurückzuführen. For some time, scientists have been sure that Neanderthal man could talk. Speech would have allowed Neanderthals to make plans and to express complex feelings to each other. Johannes Krauser takes the first strands of DNA isolated from the Neanderthal man's upper arm and reproduces them in a bacteria solution. This technique should provide researchers with an unlimited supply of Neanderthal DNA so that they will no longer need to disturb the bones. In less than 2 years, they will have the first results. Johannes is especially keen on finding out whether the scientists' theories about Neanderthal's speech are correct. Wenn wir die Genomsequenz des Neandertalers dann haben, dann gibt es natürlich bestimmte Bereiche im Genom, die für uns besonders interessant sind. So gibt es beispielsweise ein Gen mit dem Namen FOXP2, von dem wir wissen, dass Mutationen in diesem Gen beim Menschen zu Sprachstörungen führen. Wir wissen auch, dass es Unterschiede in der DNA-Sequenz dieses Gens zwischen dem Mensch und dem Schimpanse gibt. Es wäre für uns also sehr interessant, die DNA-Sequenz dieses Gens vom Neandertaler zu kennen und diese zu untersuchen, um vielleicht schlussfolgern zu können, ob der Neandertaler die Fähigkeit zur Sprache besaß oder nicht. The bones of the original man in the Neander Valley contain some of the best preserved Neanderthal DNA ever found.